Habt ihr die Villa schon verkauft oder ist eine Frage, was du nicht beantworten? Eine Frage, die nicht beantwortet werden soll. Nö, also das Ding ist, ich habe es schon öfter beantwortet, deshalb beantworte ich eher so Fragen, die ich vielleicht noch nicht beantwortet habe. Das Haus ist noch nicht verkauft. Wie gesagt, das ist wie du schon sagst, eine Villa. Das kannst du nicht innerhalb ein paar Monaten verkaufen. Nicht jeder läuft mit so viel Geld in der Tasche rum. Und bis wir das Haus gekauft haben, hat es auch über ein Jahr gedauert. Also für unsere alten Hausbesitzer, bis die uns gefunden haben, hat es auch über ein Jahr gedauert. Also wie deshalb, wir haben auch gar nicht damit gerechnet, dass es direkt verkauft wird, was auch völlig in Ordnung ist. Wir haben es nicht eilig. Wo ich meine Nase machen lassen habe, Leute, dieses Thema habe ich sogar auf YouTube angesprochen. Ich möchte das nicht teilen. Ich weiß, ihr hasst diesen Gedanken von mir, aber ich möchte nicht die Verantwortliche sein später. Vielleicht werdet ihr mich nicht verantwortlich machen, aber ich werde mich verantwortlich fühlen, wenn ihr zu diesem Arzt geht und der Arzt doch in euer Aussehen reinscheißt, sag ich mal. Und deshalb möchte ich das nicht. Das ist ein sehr wichtiges Thema und bis ich überhaupt mich selber dazu entschlossen habe, das hat so lange gedauert. Deshalb, ich bin nicht die Ansprechpartnerin dafür. Also so eine Info möchte ich einfach nicht geben. Manche verstehen das, die können es voll nachvollziehen und manche halt nicht. Was machst du mit deinen Haaren? Waschlim. Ich kann euch wieder tausende Sachen von uns empfehlen. Ihr seht schon, ich bin fast wieder bei der Hälfte. Dieses Haaröl und dieser Kamm oder die Bürste. Leute, guck mal, diese Bürste, ist die Bürste geil? Weil voll viele verstehen manchmal nicht, was an einer Bürste so richtig besonders sein kann. Diese Bürste ist geil, weil die euren Haaren einfach nicht schadet. Also die bricht eure Haare weniger, sag ich mal, und geht so leicht durch die Haare. Zum Beispiel heute habe ich meine Haare gar nicht gekämmt gehabt, aber innerhalb so ein paar Sekunden sind meine ganzen Haare so entknotet, ohne Probleme. Ich glaube, ich habe zu viel Eyelider benutzt, sehe ich gerade, ich weiß es nicht. Und ja, ich mache dieses Öl davor drauf und dann mit der Bürste durchkämme, sodass es halt richtig gut verteilt ist. Und wenn ihr weniger Haarbruch habt, dann habt ihr weniger Spliss, eure Haare wachsen gesünder nach und genau, es hat ja auch so einen Massageeffekt hier. Wie man sehen kann, das geht so hier raus, passt ihr eure Kopfform an. Also diese Bürste ist einfach ein Must-Have. Und das findet ihr, wie gesagt, auch bei Pure Ebru, also auf der Seite. Yes, eigentlich bin ich fertig. Ich werde jetzt, glaube ich, nichts Besonderes machen. Auch für Wimpern, Leute, ich habe meine ganzen Produkte hier. Ich kann euch das wieder zeigen. Boost. Das sind Haarkapseln. Eure Haare werden dadurch länger und eure Wimpern. Generell eure Haare werden länger. So. Ich habe für alles so, was ihr mich gerade fragt, was so Beauty-Sachen angeht, meine ganzen Produkte sind hier. Ich kann euch nur die Sachen empfehlen, weil ich nur diese Sachen benutze. Meinst du das hier, was es heißt? Hair Boost. Auch von Pure Ebru. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einkaufen möchte, dann benutzt diesen Code SUMMER15. Das ist gerade gültig und ja, damit ihr einfach Geld spart. Nicht, dass ihr dann reingeht und einfach nichts benutzt. Was das für ein Öl ist, das ist ein Hair Treatment Oil. Damit behandle ich auch meine Kopfhaut. Also ich kämme meine Kopfhaut mit diesem Öl, sodass ich auch befreit von Schuppen und fettigen Haaren bin. Man darf die in der Stillzeit einnehmen. Das steht zwar nochmal so als Anmerkung, das darf man nicht. Also alle anderen Produkte, das sind alles natürliche Produkte, aber Vitaminkapseln, da Schwangere nicht. Schwangere sollten diese Vitaminkapseln nicht einnehmen, weil ihr nehmt ja auch andere Vitamine ein. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht tun. Aber in der Stillzeit könnt ihr die auf jeden Fall einnehmen. Die Kapseln haben keine Nebenwirkungen. Das sind pure Vitamine einfach. Also die Vitamine haben keine Nebenwirkungen.
Man sollte halt einfach nicht die Tagesdosis überschreiten, also pro Tag dann eine Kapsel. Die sind auch so klein. Ich zeige euch das mal ganz kurz in meiner Hand, weil voll viele sagen, ich kann keine Kapseln einnehmen, aber wir haben die extra so klein gemacht, dass ihr keine Probleme dadurch habt. So, guck mal, wie klein die sind.